Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Wimpelkette ganz einfach selber nähen könnt. Es handelt sich hierbei um eine Wimpelkette mit Namensapplikation, die im Unterwasserdesign gehalten ist. Ich habe sie als Geschenk zur Geburt der Tochter einer Freundin genäht, aber man kann sie natürlich auch super für Geburtstage im Allgemeinen, als Kinderzimmerdekoration oder ähnliches verwenden. Man kann Namen applizieren, Zahlen, das Motto einer bestimmten Party oder man kann auch ganz auf einen Schriftzug verzichten und nur Motive applizieren. Eine Vorlage für einige der Applikationen findet ihr auf funkelfaden.de, ebenso wie das Schnittmuster für die Wimpelkette. Ihr seht, die Wimpel haben jetzt nicht die klassische Wimpelform, sondern eher ein wenig wie eine Flosse. Thematisch passend zum Motto der Wimpelkette. An Material benötigst du jede Menge Stoffreste. Du kannst hier ein Upcycling-Projekt machen und zum Beispiel auch alte Kleidung als Stoffreste verwenden. Oder du schaust mal in deine Stoffkiste, was es da so gibt. Ich habe mich vorwiegend für Stoffe in Blautönen entschieden, beziehungsweise für Stoffe, die Muster rund ums Meer hatten. Wie zum Beispiel der hellgrüne Stoff hier, der mit Walen bedruckt ist, oder auch der blaue Stoff, auf dem kleine Anker sind. Auch die Buchstaben, die ich appliziert habe, haben kleine Wale aufgedruckt. Es handelt sich jedoch alles um Stoffe, die schon in meiner Stoffkiste waren. Dementsprechend kannst du natürlich auch jegliche andere Stoffe verwenden. Ich nutze für die Wimpel hier unterschiedlich dicke Stoffe. Wichtig ist, dass sie nicht dehnbar sind, also Webware. Und wenn du dir unsicher bist, ob dein Stoff dick genug ist, könntest du ihn theoretisch auch nochmal mit Flieseline hinterlegen. Dazu einfach nochmal ein Bügelflies in passender Größe ausschneiden und auf die Rückseite aufbügeln. Es ist jedoch nicht unbedingt notwendig und ich habe bei meiner Wimpelkette komplett darauf verzichtet. Außerdem brauchst du natürlich noch Stoffe für die Applikation. Hier reichen wirklich kleinste Stoffreste, die eigentlich auch viel zu schade für die Mülltonne sind. Zusätzlich habe ich mal geschaut, was es alles in meiner Dekokiste gibt. Ich habe Spitzenbänder aufgenäht, Bommelborten, ich habe Reste von Seilen verwendet, Perlen aufgenäht, Reste von Spitzenstoffen verwendet, aber auch ganz einfache Dekobänder und alles, was ich thematisch passend fand. Wahrscheinlich findest du in deiner Näh- und Bastelkiste auch so einiges, was man nutzen kann. Ganz am Ende habe ich hier auch noch ein paar Swarovski-Steine auf eines der Wimpelelemente appliziert. Aber das ist gerade das Schöne bei solchen Wimpelketten. Du kannst ganz frei entscheiden, was du verwenden möchtest, beziehungsweise was du zu Hause hast. Und mit dem Material arbeiten, das da ist. Möglich ist zum Beispiel auch mit Stoffmalstiften zu arbeiten. Ich habe hier zum Beispiel für die Flosse Stoffkreiden genutzt. Oder auch Pailletten aufzusticken, Bügelbilder aufzubilden, Plotterfolien zu nutzen. Ganz nach deinen Vorstellungen. Die Anleitung soll nur eine kleine Inspiration sein und nicht genau vorgeben, wie das jetzt gemacht wird. Als erstes entscheidest du, wie viele Wimpel du haben möchtest. Ich habe mich hier für 7 entschieden. Das heißt 5-mal für die Buchstaben und jeweils außen noch einen Wimpel zusätzlich. Das Wimpelschnittmuster muss pro Wimpel 2-mal zugeschnitten werden, einmal für die Vorder- und einmal für die Rückseite. Meine Rückseiten sind alle aus dunkelblauem Stoff, aber hier kann man auch bunt gemischte Reste verwenden. Dementsprechend schneide ich als erstes 14-mal das Schnittteil für den Wimpel zu. Am besten steckst du dir das ein bisschen mit Stecknadeln fest und schneidest dann aus. Die Nahtzugabe ist natürlich bereits inklusive. Wenn du deine Wimpel etwas größer oder kleiner machen möchtest, kannst du die Vorlage ganz einfach vergrößern oder verkleinern. Was ich hier ein bisschen anders gemacht habe als bei klassischen Wimpelketten, ist, dass der obere Bereich später umgenäht wird. Das heißt, ich lasse keine Öffnung, wo man die Kordel durchzieht, sondern nähe den oberen Bereich um und dann kann man auch eine relativ dicke Kordel ganz problemfrei durchziehen. Ich wollte nämlich gerne ein naturfarbenes Seil da durchziehen und fand den Effekt so deutlich schöner. Klassischerweise werden Wimpel meistens mit Einfassband oben genäht.
Das kannst du natürlich auch hier machen, wenn dir das besser gefällt. Hast du die Vorder- und Rückseiten all deiner Wimpel ausgeschnitten? In meinem Fall sind das 14 Stück. Geht es mit dem nächsten Schritt weiter. Weiter geht's mit den Buchstaben. In meinem Fall ist es der Name Elena, in deinem Fall vermutlich etwas anderes. Das Prinzip ist aber das gleiche. Wenn ich Buchstaben applizieren möchte, nutze ich hierfür Papierschablonen. Diese zeichne ich mir entweder per Hand freihand vor oder ich drucke mir einfach passende Buchstaben aus. Dafür verwende ich dann eine Schriftart mit entsprechenden Konturen, meist eine relativ dicke Schriftart, und drucke die Buchstaben in der Größe aus, wie ich sie haben möchte. Hier zum Beispiel die Buchstaben für Elena, das E brauche ich natürlich nur einmal. Und dann klebe ich die Buchstaben nach dem Ausschneiden, so wie sie sind, ebenfalls mit dem Klebstift auf Papier. Hier verweise ich euch gerne nochmal auf das Video, in dem ich euch zeige, wie man ganz einfach mit Hilfe von Klebstift Namen auf Stoff applizieren kann. Die Papierbuchstaben werden nun alle mit dem Klebstift auf den Stoff aufgeklebt und ausgeschnitten. Das geht viel schneller und ordentlicher, als wenn man sie mit Nadeln feststeckt oder abzeichnet. Und es spart auch noch immens viel Zeit. Hier habe ich einmal alle Buchstaben in dem Rosaton ausgeschnitten und dann die rosafarbenen Buchstaben auch nochmal auf einen dunkleren Stoff geklebt, um noch eine Art Umrandung um die Buchstaben herum zu haben. Danach habe ich einfach dann noch im Abstand von 1 cm einmal rundherum geschnitten. Das ist natürlich nur eine Gestaltungsmöglichkeit von vielen. In meinem Fall sind alle Buchstaben in der gleichen Farbe, aber du könntest natürlich auch unterschiedliche Buchstaben nutzen, jeden in einer eigenen Farbe oder auch bestimmte Farben regelmäßig abwechseln. Ich finde die Buchstaben mit Umrandung etwas ruhiger und besser sichtbar, dadurch, dass der Hintergrund der Wimpelkette ja sehr bewegt und voller Muster ist. Aber wenn du möchtest, kannst du natürlich auch nur einlagige Buchstaben aufnehmen. Hier kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Die Buchstaben sind dann erstmal soweit fertig. Die können wir zur Seite legen. Und dann beschäftigen wir uns jetzt mit den weiteren Applikationen und was wir da noch so ausschneiden können. Hier zum Beispiel eine Schildkröte oder ein Seepferdchen. Ich habe euch auch auf die Vorlage ein paar Fische raufgemacht, Muscheln. Aber da kann man natürlich ganz kreativ werden und sich auch eigene Motive ausdenken und vorzeichnen. Am einfachsten klappt das immer, wenn man sich die Motive auf Papier erstmal vorzeichnet und dann ausschneidet. Ich klebe die Vorlagen immer mit Klebstift direkt auf den Stoff. Ich habe euch hier schon mal ein Video dazu gemacht, wie ich mit Klebstift appliziere und finde, dass das deutlich einfacher dann ist, gerade beim Ausschneiden, als wenn man es mit Stecknadeln festkleben würde. Handelsüblicher Klebstift ist wasserlöslich, sodass er sich problemfrei beim Waschen auch aus dem Stoff löst. Diese kleine Schwanzflosse gehört an die Seite eines Wimpels. Ihr werdet sehen, die Rundung passt wahrscheinlich nicht ganz ideal, aber das könnt ihr dann später, wenn ihr die Applikation aufnäht, nochmal nachschneiden. Ich habe euch ja gesagt, ihr könnt auch mit Farben, mit Stofffarben arbeiten. Ich habe hier jetzt zum Beispiel Stoffkreiden und mit dieser Stoffkreide kann man den Stoff ganz wunderbar ein bisschen anmalen. Das geht natürlich auch mit ganz klassischen Stoffstiften. Zum Fixieren werden die meisten Farben dann einmal heiß gebügelt. Aber das steht auf der jeweiligen Packung natürlich drauf. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Schuppen auf den Schwanz drauf gemalt
und dann gebügelt. Natürlich kann man das auch nach dem Applizieren machen. Das einzige Problem, das ich dabei sehe, ist, dass wenn jetzt etwas nicht so schön wird, man das Element dann schon auf den Stoff appliziert hat. Falls mir das jetzt nicht gefällt, würde ich es einfach wegschmeißen und neu zuschneiden. Dieser Prozess gehört für mich zum Nähen übrigens dazu. Das heißt, oft schneide ich Sachen auch aus und dann gefallen sie mir doch nicht so gut wie gedacht, sodass ich dann einfach einen neuen Plan mache. Das werdet ihr jetzt auch gleich beim Legen der einzelnen Wimpel sehen. Ich stecke mir zwar alles vor und lege es auf die Wimpel rauf, aber beim Aufnähen ändert sich dann meistens doch immer noch was. Oder mir fällt etwas anderes ein, was mir dann vielleicht doch besser gefällt. Sodass meine Vorlagen immer nur Vorlagen sind und ich mich während des kreativen Prozesses oft doch noch umentscheide. Und so sieht es dann aus, wenn ich mir überlege, wie ich die einzelnen Wimpel dekoriere. Für manch einen mag das etwas chaotisch wirken. Für mich ist es aber einfacher, wenn alle Materialien zur Hand sind und ich drauf los dekorieren kann. Hier wird jetzt alles erstmal nur gelegt, eventuell vielleicht festgesteckt, damit ich mir ein Bild machen kann, wie das dann später aussieht. Änderungen sind natürlich immer noch möglich. Wenn ich soweit zufrieden bin, nehme ich mir jeden einzelnen Wimpel vor und klebe die Elemente fest. Hier zum Beispiel den Anker, den Buchstaben in der Mitte und die kleinen Luftblasen. Die Kordel klebe ich nicht fest, sie wird auch nicht festgenäht, sie wird einfach locker auf dem Wimpel aufliegen. Spitzenborten stecke ich nur fest und die werden auch nicht wie Applikation mit einem engen Zickzackstich angenäht, sondern mit einem einfachen Geradstich. Entweder nur oben oder auch unten und oben. Je nachdem, wie es besser im Muster integrierbar ist. Manchmal bietet es sich auch an, zum Beispiel erst einmal die Spitze aufzunähen und danach andere Applikationen, die darauf liegen, aufzukleben und danach und zu nähen. Also Schritt für Schritt vorzugehen. Hier habe ich ein Reststück Stoff. Daraus möchte ich vielleicht später eine Blume in der Ecke machen, aber alles, was jetzt zu erhaben ist, also zu dick, stecke ich jetzt noch nicht fest. Das nähe ich dann später fest, wenn die Wimpel fertig genäht sind. Also von außen. Im ersten Schritt werden nur Dinge festgenäht, die flach sind und nicht beim Nähen stören. An die untere Kante möchte ich eine Borte nähen. Die ist schon gebraucht, wurde schon mal für ein anderes Kleidungsstück verwendet. Kann aber wunderbar wiederverwendet werden. Gerade wenn ihr alte Kleidungsstücke habt, könnt ihr immer mal schauen, ob da nicht auch noch etwas zum Retten, zum Austrennen ist, was man für andere Nähprojekte nutzen kann. Hier ist wichtig, dass die Bordenunterseite, also die Wellenform, nach oben gelegt wird. Später kommt hier eine zweite Lage Stoff rauf. Und nach dem Wenden ist die Borte dann korrekt. Also die offene Kante, die Schnittkante, liegt an der Kante des Stoffes und die Wellenform geht nach oben. Auch hier stecke ich fest und nähe dann mit einem Geradstich fest. Was ihr beim Positionieren der einzelnen Elemente auf jeden Fall beachten solltet, ist, dass die obere Kante später umgenäht wird. Das heißt, die obersten 2-3 cm bieten sich nicht an, um da eine Applikation aufzubringen. Sie sind später auf der Rückseite. Dieser Wimpel hier wird am Ende tatsächlich etwas anders aussehen. Unten habe ich eine Pflanze gebildet aus ganz einfacher Dekoborte, indem ich verschiedene Stücke abgeschnitten habe. Direkt daneben findet ihr eine Qualle, die auch aus Stoffresten von einem Kleid ausgeschnitten ist. Die Flosse, hier habe ich euch ja schon gesagt, die wird nicht richtig an den Rand passen. Aber das kann man ja später noch anpassen. Das heißt, ich klebe es jetzt erstmal auf an den Rand und nach dem Aufnähen passe ich dann die Form des Randes noch an. Das Seil fand ich farblich auch passend. Es ist allerdings auch ein sehr dickes Element, was ich nach dem Zusammennähen der Wimpel erst von außen aufnähen werde. Ihr werdet sehen, es wird auch nicht an dieser Stelle landen. Das meine ich damit, dass ich mich manchmal doch noch umentscheide. Auch hier werden also alle einzelnen Elemente erstmal mit dem Klebstift aufgeklebt und dann festgenäht. Der nächste Wimpel, auch hier wieder mit Spitzenborte.
Auch hier ist sie an den Rändern nicht komplett der Passform entsprechend zugeschnitten. Sowas mache ich immer erst später, damit ich nicht zu viel abschneide und es sich dann nicht mehr gut festnähen lässt. In der unteren Ecke findet ihr übrigens noch ein Stück von meinem Kleid. Selbst ein kleiner Streifen Reststoff von einem Kleidungsstück kann für viele schöne Applikationen sorgen. Das ist übrigens das Funkelfadenkleid Cleo und ihr findet das Freebook inklusive Schnittmuster zum Ausdrucken und kostenloser Nähanleitung gratis auf funkelfaden.de. Aber zurück zur Wimpelkette. Hier hatte ich mir überlegt, vielleicht später Glitzersteine aufzunähen, aber wie gesagt, alle dickeren Elemente kommen bei mir immer erst zum Schluss. Dieser Wimpel sieht im Vergleich zu den anderen tatsächlich etwas minimalistisch dekoriert aus. Allerdings konnte ich mich aufgrund des Hintergrundes nicht für andere Applikationen entscheiden und werde am Ende wahrscheinlich noch ein paar Perlen oder andere Deko-Elemente aufnähen. Und genauso gehe ich jetzt bei den anderen Wimpeln vor. Feststecken bzw. aufkleben und immer darauf achten, dass der obere Bereich frei bleibt. Wenn ihr solche Spitzenstoffe habt, die auf Tüll basieren, könnt ihr die auch knappkantig festnähen. Dazu kann man hier zum Beispiel die Blumenbeute leicht anheben und unterhalb festnähen und erst nach dem Nähen die Blumen freischneiden, also die Tüllreste entfernen. Jetzt geht es aber erst einmal ans Nähen. Wie gesagt, Spitzen und Borten nähe ich einfach mit einem Geradstich auf. Die anderen Elemente wie die Buchstaben oder Tiere werden mit einem Zickzackstich appliziert. Dazu stellst du an deiner Nähmaschine einfach den Zickzackstich ein und nutzt eine mittlere Stichbreite und kurze Stichlänge. Die Stichbreite ist variabel, da kommt es natürlich darauf an, wie dick deine Umrandung sein soll. Sie darf aber nicht zu kurz sein, weil du beide Stoffschichten auf jeden Fall einfassen musst. Ich habe hier die Stichbreite 3 und die Stichlänge 0,4 gewählt. Und dann geht's los. Einfach mit dem Zickzackstich um jede Kante einmal außenrum nähen. Achte darauf, dass deine Nadel nach unten gestellt ist. Das heißt, wenn du jetzt eine Kurve hast, kannst du das Füßchen einfach anheben und den Stoff drehen. Also einfach bis zur Kurve nähen und dann entweder den Fuß mit dem Füßchen drehen oder bei Ecken auch das Füßchen anheben und weiter nähen. Falls du bei deiner Nähmaschine auch die Geschwindigkeit einstellen kannst, bietet sich eigentlich an, auch relativ langsam zu nähen. So, je langsamer du nähst, desto ordentlicher werden deine Außenkanten wahrscheinlich auch. Allerdings dauert das dann alles etwas länger. Ein bisschen aufpassen sollte man, dass man nicht zu sehr am Stoff zieht oder schiebt, weil die Nähte dann ungleichmäßig werden. Ihr seht, selbst so eine kleine Naht zieht sich. Und das macht ihr jetzt, wie gesagt, mit allen Elementen, die ihr applizieren wollt. An manchen Stellen, wie hier unten beim Buchstaben und beim Stern, stoßen zwei Applikationen aufeinander. Überlegt euch gut, wie ihr das gestalten wollt. Das heißt, ich habe mir überlegt, dass der Stern unten ist und dass ich erst den Buchstaben aufnähe und danach die Kontur vom Stern, beginnend bei der Stelle, wo der Stern auf den Buchstaben trifft. Natürlich könnt ihr auch farbliche Unterschiede machen. Bei mir werden alle Buchstaben mit Weiß zweimal umrandet, das heißt einmal die rosafarbene Innenschicht und einmal das blaue äußere. Und für andere Elemente werden aber auch andere Farben genutzt. So bekommt die Schildkröte eine grüne Umrandung oder das Seepferdchen eine beigefarbene. Fertig genäht. Jetzt können erstmal alle überschüssigen Fäden abgeschnitten werden, die stören später nur. Außerdem kann jetzt auch die Form des Wimpels nochmal konkret zugeschnitten werden. Ihr seht zum Beispiel hier bei meiner Flosse, die steht ein bisschen über. Dazu drehe ich den Wimpel einfach um und schneide es so zu, dass es ordentlich ist.
Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Schritt. Rechts auf rechts, das heißt mit der schönen Seite des Stoffes auf die schöne Seite des anderen Stoffes, werden jetzt zwei Wimpel, eine Vorder- und eine Rückseite, aufeinander gesteckt. Bei meinem blauen Stoff, bei der Rückseite ist das egal, beide Seiten sehen gleich aus, aber ihr seht, ich lege den Stoff oben auf die Applikation rauf. Stecke alles ein bisschen fest und dann werde ich es mit einem Geradstich zusammennehmen. Die Nahtzugabe beträgt dabei 0,5 cm und ich lasse im oberen Bereich des Wimpels eine Öffnung von vielleicht 3-4 cm, damit ich den Wimpel auch wenden kann. So sollte dein Wimpel jetzt zugenäht aussehen. Du siehst, oben ist eine Wendeöffnung. Entferne jetzt die Nadeln und nimm dir eine Schere zur Hand. Bei der Wendeöffnung kann man den Faden abschneiden. Außerdem schneiden wir jetzt unten die Ecken ab und in der Mitte des Wimpels einmal bis zur Naht ein. Auch an den Rundungen kürze ich die Nahtzugabe und an den oberen Ecken, sodass man alles besser wenden kann. Also bis zur Naht einschneiden, nicht durch die Naht, auf keinen Fall. Aber Ecken lassen sich einfach besser dann wenden. Und hier auch einmal abschneiden. Hier wird die Nahtzugabe etwas gekürzt. Du bekommst einfach schönere Rundungen nach dem Wenden. Wenn du alle Ecken abgeschnitten hast, kannst du deinen Wimpel wenden. Dazu einfach oben in die Wendeöffnung greifen und das Innere nach außen ziehen. Die Spitzen kann man gut mit einer Stricknadel, allerdings einer breiten, stumpfen Stricknadel, nochmal etwas leichter wenden oder ausrollen. Man sollte nichts zu Spitzes nehmen, weil man sonst leicht auch den Stoff durchsticht. Mit den Fingern kann man die Rundung dann auch nochmal etwas nachrollen. Zu guter Letzt wird der Wimpel gebügelt. Achte bitte unbedingt darauf, was für Materialien du verwendest hast. Ich habe auf der Vorderseite jetzt bei der Spitze viel Polyester. Das kann ich nicht bügeln, das geht nicht, das würde schmelzen. Dementsprechend bügele ich den Wimpel von der Rückseite. Das gleiche machst du jetzt mit allen 7 Wimpeln, beziehungsweise je nachdem, wie viele du hast. Bei mir sind es 7. Alle sind zusammengenäht, gewendet und gebügelt. Nun kommt es darauf an, wie du deine Wimpelkette aufhängen möchtest. Ich habe ja gesagt, ich möchte meine umnähen und dann eine Kordel durchziehen. Dafür schlage ich einfach den oberen Bereich nach unten um. Und an der Aufschlagkante nähe ich dann einmal zu. Dadurch ist dann auch gleich die Wendeöffnung geschlossen. Möglich ist natürlich auch, alle Wimpel an ein Einfassband zu nähen. Und jetzt kommt noch ein bisschen zusätzliche Dekoration von außen. Diesen Wimpel habe ich euch ja vorhin schon gezeigt, da wusste ich ja nicht so ganz, was ich damit machen soll. Aber jetzt habe ich mich dafür entschieden, unten eine Bommelborte anzunähen. Die seht ihr hier schon, die kann man einfach von außen aufnähen. Außerdem hatte ich überlegt, ob ich nicht noch Perlen einbringen kann. Dazu lege ich dann einfach verschiedene Sachen auf, gucke mir an, wie es aussieht, entscheide mich dafür oder dagegen. Und schlussendlich habe ich mich dann hier dafür entschieden, einfach nur ein paar einzelne Perlen in die Zwischenräume zwischen den Walen aufzunähen. Das mache ich dann per Hand, also ich nehme die Perlen, Nadel und Faden und nähe sie dorthin, wo es mir gefällt. Ein Tipp an die ganz Ordentlichen von euch: Wenn man aufpasst, schafft man es, dass man die Perlen nur auf die Vorderseite aufnäht. Also nur durch eine Schicht des Stoffes durchstoßen, dann habt ihr auf der Rückseite keine unschönen Fäden. Wenn euch das egal ist, könnt ihr auch einfach durch beide Seiten durchnähen. Auf diesen Wimpel kommen noch ein paar Strasssteine. Dafür habe ich einen Strasssteinapplikator.
Der funktioniert folgendermaßen: Man steckt ihn in die Steckdose und auf der Rückseite der kleinen Glitzersteine ist eine Art Klebefläche. Die wird durch den Applikator erhitzt und man kann die Steine damit problemlos auf die Wimpel kleben. Das hält übrigens super fest. Ich habe mir vor vielen Jahren damit mal ein Kleid dekoriert und das Kleid war sehr oft in der Wäsche. Es ist ein Jersey-Kleid und die Steine kleben trotzdem noch problemlos. Es handelt sich hier um Swarovski-Steine, die sind etwas teurer, aber glitzern auch ganz wunderbar. Es bedarf auch keiner Trockenzeit, die Strasssteine halten dann direkt auf dem Stoff. Auch die anderen Wimpel habe ich dekoriert. Zum Beispiel hatte ich einer Kiste noch Perlen aus echten Muscheln und aus Muschelteilen, die ich an verschiedene Wimpel genäht habe, sowie einen Anhänger, der an den ersten Wimpel kam. Außerdem entstand aus dem Seil eine Schnecke und ganz normale Perlen wurden zu Fischen geformt. Ganz zum Schluss muss jetzt nur noch die Kordel durch die Öffnung an den einzelnen Wimpeln geführt werden. Dazu nimmst du am besten eine Sicherheitsnadel, hakst sie vorne in die Kordel ein und ziehst sie durch. Meine Kordel ist ein bisschen dicker als gedacht, weshalb es etwas schwieriger ist, sie durchzuziehen, aber dennoch ist es kein Problem. Der Vorteil, die Wimpel bleiben so etwas flexibler. Das heißt, du könntest im Nachhinein zum Beispiel noch Wimpel dazu nähen und draufziehen. Beispielsweise zum jeweiligen Geburtstag. Und du kannst auch den Abstand der einzelnen Wimpel variieren. Die Enden der Kordel werden verknotet und schon bist du fertig. Ich hoffe, dir hat das kleine Video gefallen und wenn ja, freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!